Das Gemälde von Oskar Kokoschka ist wieder zurück und für jedermann zugänglich. Es zeigt den Mann, der auch mehr als 160 Jahre nach seinem Tod immer noch eine ungebrochene Anziehungskraft hat. Es zeigt den heiligen Vinzenz Pallotti, der in diesen Tagen im Mittelpunkt steht. Bis auf den letzten Platz ist die neu gestaltete Kirche im Provinzialat der Palutiner gefüllt. An die 120 geladenen Gäste sind gekommen, um bei der Kirchenweihe zum 50. Jahrestag der Heiligsprechung von Vinzenz Pallotti mit dabei zu sein. Für den Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch ist der Anlass eine ganz besondere Freude. An die Heiligsprechung kann er sich noch erinnern. Ich studierte damals in München und wäre sogar sehr gern nach Rom mitgegangen, aber es war damals durchaus für mich auch ein finanzielles Problem. Und ich hatte mich mit Vinzenz Pallotti befasst und deswegen habe ich dann zu der Zeit, als in Rom die Heiligsprechung war, auch eine kleine Feierstunde veranlasst. Denn es ist so, dass von meinem Heimatort der frühere Provinzial und General Pater Martin Joric stammt von dort her, sodass von Kindheit an für mich die Palutiner ein Begriff sind. Aber nicht nur der Gründungsvater, sondern auch die neue alte Pallotti-Kirche zieht an diesem Tag alle Blicke auf sich. Wer sie nach längerer Zeit betritt, wird sie kaum wiedererkennen. In den Fenstern entdecken wir die Handschrift Pallottis. Die große liegende Acht an der Wand steht für Unendlichkeit. Es ist nicht zu übersehen, dass sich der österreichische Künstler Leo Zobmeier bei der Neugestaltung auf das Wesentliche konzentriert hat. Unter dem Titel »Weil er uns ruft« hat der Liedermacher Pater Norbert Becker zudem eine eigene Pallotti-Messe für die Kirchenweihe komponiert. Da mischt sich sehr Munteres, sehr Flottes mit sehr Besinnlichem. Ich hatte Predigten zur Verfügung, ich hatte altes Liedgut, ich hatte Texte von ihm und habe mich da ein bisschen durchgearbeitet. Und dann auch in Gesprächen mit Pallottinern hat sich dann so rauskristallisiert, was so Schwerpunkte waren, Begriffe, die der Ordensgemeinschaft wichtig sind, die so ein bisschen gehalten werden sollten. Und so, glaube ich, ist einiges zusammengewachsen, was heute auch Vinzenz Pallotti gut finden würde oder wo er sagt, ja, das Lied singe ich gerne mit. Geht es nach den Pallottinern, so sollen die modern wirkende Kirche sowie die zeitgemäße musikalische Ausgestaltung der Messe den Geist Vinzenz Pallottis widerspiegeln. Für ihn war nicht wichtig, ist jemand Priester, Bruder oder Laie, sondern Kirche sind alle. Und das heißt eben katholisches Apostolat, so ist ja die Abkürzung unserer Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, die praktisch jedem an dem Platz, wo er ist, auffordert, Apostel zu sein. Pallotti wollte, wenn man das Wort zeitgemäß wieder aufgreifen, schon, dass die Kirche ganz nah bei den Menschen ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die Verkündigung dem Menschen dieses Heil erleben lässt, erfahrbar werden lässt. Und genau deshalb sehen die Pallottiner ihren Platz mitten unter den Menschen. Sie wollen jedem von Gottes unendlicher Liebe und Barmherzigkeit erzählen. Sie gehen raus, um die Menschen in ihrem Alltag zu begleiten, um ihnen zu helfen, dass ihr Leben gelingt. Und so gibt es fast keinen Lebensbereich, wo die Pallottiner nicht Brücken bauen für die Kirche in der Welt. Deswegen ist auch da die Pallottiner Gemeinschaft eine große dynamische Gemeinschaft geworden, die in aller Welt wächst und die tatsächlich sagt, dass die Menschen, die Christen, die Laien motiviert werden, befähigt werden, Zeugnis vom Glauben zu geben und selbst Boden des Evangeliums zu werden. Zentrales Element der liturgischen Feier ist an diesem Nachmittag die Altarweihe, die auch für Erzbischof Zollitsch keineswegs alltäglich ist. Zuerst wird der Altartisch mit flüssigem Chrysamöl gesalbt und anschließend 5 Weihrauchschalen darauf entzündet. Und so wie der Weihrauch empor gen Himmel steigt, soll in Zukunft auch in der Palutinerkirche in Friedberg das Gebet zu Gott aufsteigen und das Licht des Glaubens leuchten.